Was geht und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich war zusammen mit Leon auf dem Platz und wir haben für euch das ultimative Trainingsvideo für den Torabschluss gemacht. Viel Spaß dabei, euer Kamel. Ciao. Die Trainingssituation sollten möglichst spielnah sein. Erzeuge also einen künstlichen Druck und habe auf jeden Fall auch Varianten im Sprint mit dabei. Schau auch, dass du verschiedene Varianten hast, das heißt einmal Varianten, wo es um die Schusskraft geht und einmal mehr um die Präzision. Wichtig ist natürlich als Stürmer oder als Spieler, der den Torabschluss sucht, dass du einen guten First Touch hast, also eine gute Ball- an- und Mitnahme. Wenn du konstant und sicher Tore erzielen willst, dann sind natürlich nicht unbedingt die hohen, spektakulären Schüsse in die Triangel notwendig, sondern die sicheren, flachen ins lange Eck. Also flach, wenn du das lange Eck anvisierst, allerdings aus kürzerer Entfernung, und wenn du auf das kurze Eck auch zielst, dann empfehlen sich die hohen Schüsse. Es gibt verschiedene Schusstechniken, dabei wird unterschieden, ob du das kurze Eck anvisierst oder das lange. Dabei unterscheidet sich die Fußposition deines Standbeins und natürlich auch Vollspann und eher den Schlenzerschuss. Schlenzerschuss eher von der Seite und Vollspann, wenn du einen geraden Schuss eher zentral aufs Tor machen willst. Ein weiterer Tipp ist, hol dir einen Move oder einen Trick, den du zu deiner eigenen Spezialität und Geheimwaffe machst. Diesen kannst du dann immer, ohne nachzudenken, vor dem Abschluss ausführen. Beispielsweise einen Übersteiger, den du dann, ohne nachzudenken, zack, Übersteiger machst und direkt im Anschluss den Torabschluss. Und dass du das so verinnerlicht hast, dass du das ganz easy auch im Spiel anwenden kannst. Konzentriere dich bei der Ball- an- und Mitnahme, wenn du kurz vor dem Abschluss und auch beim Abschluss selbst bist, nur auf den Ball. Das heißt, hochschauen, am besten nur im letzten Moment. Oder noch besser, wenn du das hauptsächlich aus der peripheren Sicht machst. Wenn du den Torabschluss trainierst, schau, dass du versuchst, immer einen Abschluss hinzukriegen. Das heißt, okay, der Ball ist nicht richtig perfekt gekommen, den lasse ich jetzt. Nein, versuch, möglichst einen Abschluss zu finden, weil auch im Spiel wirst du natürlich nicht immer den perfekten Ball bekommen. Wir zeigen dir erst einige Übungen, die ihr zu zweit machen könnt. Und dann zeigen wir auch die besten Übungen, die du auch alleine trainieren kannst. Übung Nummer 1 mit Partner. Du stehst zwischen zwei Hütchen. Dein Partner spielt den Ball zu. Du verarbeitest diesen möglichst effizient und bewegst dich so schnell wie möglich ums Hütchen herum. Abschluss je nach Lage mit links oder rechts, das hintere und vordere Hütchen abwechseln oder mehrmals hintereinander machen. Und natürlich könnt ihr auch die Seiten tauschen. Zweite Übung, ihr spielt einen Doppelpass und du umrundest das hintere Hütchen. Der Pass sollte so kommen, dass du mit dem äußeren Bein abschließen kannst. Das lange Eck anvisieren oder das kurze hoch. Simple Standardübung, ihr spielt Doppelpässe, bis der Ball irgendwann abgelegt wird. Wichtig ist, dass du hier möglichst schnell reagierst und zum Torabschluss kommst. Hier beginnt ihr wieder mit normalen Pässen, bis die Richtung irgendwann visuell angezeigt wird. Du nimmst den Ball um das entsprechende Hütchen mit und schließt ins Toreck ab. Ihr steht seitlich vor dem Tor, spielt wieder Doppelpässe, bis irgendwann das akustische Signal kommt, vorne oder hinten. Du nimmst den Ball durch die Hütchen mit und suchst möglichst schnell den Abschluss. Du startest mit einer kurzen koordinativen Sequenz durch die Hütchen und bekommst am Ende den Ball. Versuche dann direkt mit dem ersten Kontakt den Ball so vorzulegen, dass du in eine gute Abschlussposition kommst. Im Spiel bekommst du als Stürmer oft den Ball mit dem Rücken zum Tor. Mache eine Ballübung auf der Stelle, sowie das Pendel, dreh dich dann möglichst schnell um ein Hütchen, lege den Ball einmal vor und konzentriere dich auf den Abschluss. Hier übst du deine Geheimwaffe. Spiele mit einem einfachen Trick wie Übersteiger ein Hütchen aus und such direkt danach den Torabschluss. Mache davon zwei Varianten, einmal von der rechten Seite mit rechts abschließen und aufs lange Eck zielen und noch eine Variante von links, wo du mit einem Schlenzer abschließt.
Die nächste Übung beginnst du mit Jonglieren. Nimm den Ball dann runter und such den Torabschluss. Hier kommt es natürlich darauf an, eine möglichst geschickte Ballverarbeitung zu haben, damit du möglichst schnell auch aufs Tor abschließen kannst. Die letzte Übung ist nochmal simpel. Konzentriere dich hier hauptsächlich auf die Schusskraft und es reicht, das Tor zu treffen. Einmal vorlegen und mit Vollspann abschließen. Brutal!